Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 122. Episode dieses Empyrean Galactic Survival Let's Plays. Ja, erstmal in eigener Sache, sorry, mich hat's umgehauen. Ich lag ein paar Tage im Bett, hatte Rotze, wie man einfach so sagt. Und ja, ich bin immer noch nicht so ganz der Alte. Also ich merke immer noch, dass ich häufiger auf Toilette bin, als ich eigentlich möchte. Mir ist noch übermäßig warm. Und es kann durchaus sein, dass mich hier während der Aufnahme die Stimme verlassen wird. Das kann durchaus sein. Also wenn es den ein oder anderen komischen, merkwürdigen Schnitt hier gibt, nicht wundern, dann habe ich mich mal eben ausgehustet oder sonst irgendwas. Aber machen wir doch einfach erstmal weiter. Wir sind auf meinem Server unterwegs. Ich schaue mir Dinge an, die hier von Spielern gebaut wurden. Wir setzen uns natürlich den Helm auf. Über 100 Leute waren hier mittlerweile auf dem Server. Viele, viele schöne Dinge haben wir schon gesehen und werden wir noch sehen. Und mir fällt eben schon auf, da steht ja was. Guck mal hier, was ist denn das für ein Monster? Ja, das ist das Monster vom Ritzi. Auch ein Spieler hier. Klar, was sonst? Oh, guck mal an, das klappt ja fast. Da müsste ich ja eigentlich mit einem Sprung rüberkommen. Aber ich mache einfach Jetpack an. Und beame mich so hier rüber. Oh, ist ja auch Komoot. Leuchtet von alleine an. Haufen Hangartore in der Decke. Das ist ja auch mehr oder weniger unüblich. Ja, von außen gucken wir uns später an. Wir gehen erstmal drin. Also das scheint irgendwie eine große, mehr oder weniger runde Angelegenheit zu sein. Ein großes, rundes Raumschiff. Und das Ding ist, glaube ich, auch komplett handgeblasen. Also das Ding hat er sich wohl auch selber ausgedacht. Ritzi.de. Ich weiß nicht genau, ob das Ding auch im Workshop zu haben ist. Da müsste man gucken. Vielleicht finden wir Informationen. Da vorne blinkt schon irgendein Text, aber das sieht eher so aus wie so die ganzen Etagen. Ja. Ebene, Oberdeck, Außenbereich. Also ganz oben nehme ich an. Pilot, Kommandoraum, Mannschaftsunterkünfte und Aufenthaltsräume. Gartenbereich mit Bar, Luft- und Krankenstation, Energiezentrum mit Warpkern, mache ich ja ungern, lass ich mich mal hinreißen. Tipps. Kleinigkeit, sorry. Constructor, auch Maschinenraum, Hangar mit Notcockpit. Ich komme später nochmal hier bei dem Ding vorbei und gucke mir das mal noch so ein bisschen genauer an. Kein Ding, alles gut. Ja, ich sehe gerade, es ist schön hell hier und das verdanken wir hier diesen Scheinwerfern, die hier unten angebracht sind. Finde ich ja gut, gute Beleuchtung, weil normale kleine Lampen würden den Raum niemals so hell machen. Das fällt mir jetzt gerade mal so auf. Und hier steht auch eine schöne bunte Rumkugel. Kleinere Raumschiff mit Raketen und hier vorne scheint auch ein Brett rauszufahren, wenn man es möchte. Scheinen auch so irgendwelche Flügel zu sein. Okay, wo ist denn hinten? Na, hier ist vorne. Ah, okay. Eingang seitlich, auch selten. Hier sind ja die Ein- und Ausgänge oftmals hinten. Weil hier sind sie auch hinten. Aber ich habe langsam überfordert, Ritzi. Was machst du denn hier? Überall Türen. Das ist ja viel zu viel. Und dann auch noch so schön geräumig. Okay, haufenweise Tanks, Konstruktoren in der Decke. Ein dreieckiger Ausguck. Also sind das Bullaugen? Müssen Bullaugen nicht rund sein? Weiß man das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schön. Also hier ist so noch Platz drin für einen Beifahrer oder zwei. Schöne Sache. Und hier in der Mitte noch ein gelber Block. Ja, schön. Schöne kleine Kugel. Mal eine andere Form. Ungewohnt. Kann man aber machen. Na klar. Oben drauf noch irgendwas. Noch ein kleiner Schutz, damit es nicht auf die Waffen regnet, wenn es mal regnet. Nice. Ja, gegenüber, was haben wir da für ein Fluggerät? Okay. Hier, okay. Muss ja nochmal gucken, von wem könnte das sein. Ich nehme auch schwer an, dass das auch vom Ritzi sein wird. Nur der Vollständigkeit halber. Wie gesagt, Ritzi, wenn du das hier sehen solltest und ich nicht weiter an diese Informationen komme, so mit Workshop oder so, dann tob dich doch mal bitte, guck mal hier in der Delle, tob dich doch mal im Kommentarbereich aus. Das wird vielleicht den einen oder anderen geben, kriegt man oben so eine Delle. Überall Dellen. Meine gute Ding ist, wenn ihr braucht, dann kann auch mal eine Delle da sein. Ganz normal. So, hier auch Raketen, Plasma, Railgun.
das ist wohl eher so das Aktionsschiff. Hat auch einen Haufen Düsen, macht einen wendigen Eindruck. Ja, ungewöhnliche Form, vorne so abgestumpft, aber wie gesagt, im Weltraum gibt es keinen CW-Wert. Also die Dinger können ja im Grunde genommen aussehen, wie sie wollen. Was ist das hier? Ah, das scheint auch sozusagen ein Spezialwerkzeug zu sein. Ein Cockpit mit Kisten. Damit könnte man rein theoretisch so die Drohnen abfliegen und sammeln gehen. Moment, dafür sind das ein bisschen zu wenig Düsen. Mal überlegen. Das ist einmal vorne, das könnte hinten links, also rein vom Platz her. Also die Düse, die nach oben zeigt, die würde ja trotzdem funktionieren, auch wenn was im Weg ist. Das ist ja so gesehen noch so. Jo, scheint auch, wie gesagt. Hier ist ja ein Nummernschild oder irgendwas, nehme ich an. Hier ruf, zack. Gucken wir mal, auch Ritzi und wir bestromen das Ding mal. Steht aber drauf. Lastwürfel, okay. Nicht der letzte, also nicht von Last, Englisch, sondern Last. Kampfkugel, nee, das ist die große. Das ist immer ein bisschen tricky, was man hier an- und ausschaltet. Lastwürfe aus. Ja. Hier hinten können wir unsere Klamotten parken. Noch ein bisschen Kiste, Medizinstation. Ja, alles, was wir so brauchen. Was liegt da oben drauf? Ah, das ist noch ein Cockpit, falls man schnell mit der Kugel von hier unten weg will anscheinend. Das könnte ein Notausstieg sein, jawohl. Die Not haben wir aber im Moment nicht. Das könnte auch ein Ausstieg sein. Jo, cool. Dann kämpfen wir uns mal eine Etage hoch hier. Mal sehen, was uns da erwartet. Notausgang? Ne, Räumlichkeiten. Mit Düsen und RCS, okay. Oh, hier könnte man auch mal noch eine Blume hinstellen oder zwei. Ist auch ein bisschen kahl, die Ecke. Ja, ich meine, klar, maschinenraummäßig. Da muss keiner hingucken. Sind ja Nutzräume, insofern. Oh, was haben wir denn hier verändert? Und hier oben könnte man, wenn man wollte, auch noch mit einem Schiff hochfliegen. Ah, okay, na, beispielsweise mit so einem Lastwürfel, um sein Zeug hier abzugeben, um das da drüben in den Konstruktor einzufüllen. Okay. Großes Notstation mit Sauerstoff, Kühlschrank und Anzugstation. Okay, alles, was man kriegen kann an so einem kleinen Teil. Anscheinend auch relativ gut sortiert. Da gibt es eine schöne Übersicht. Hier gibt es eine kleine Halfpipe. Falls Rizzi hier mal mit einem Skateboard eine kleine Runde drehen will, kann er hier schön hoch, zack, hier oben Olli machen. Dann hier, ja, dann verließen sie ihn. Dann ist die Skateboardbahn auch schon vorbei. Da haben wir Luft, Konstruktoren, Kisten. Ah, noch zwei Lastwürfel. Okay. Da ist eine weitere Skateboardbahn. Und hier haben wir ein Kernchen. Ah, da hat er sich auch einen Haufen Platz für genommen. Meine Platz ist ja da. Cool. So schön in Szene gesetzt. Auch so farblich. Das hier sind diese Spulenblöcke. Auch leicht umgefärbt, würde ich sagen. Die haben normalerweise so ein anderes Aussehen. Cool. Rohre. Meine Stimme versagt langsam. Aber damit musste ich ja rechnen. Kein Problem. Bloß ich wollte auch wieder ein bisschen aufnehmen, wieder ein bisschen was abliefern. Ja, schon fast Schuldgefühle, wenn man einen Tag flach liegt. Was für einen Stress man hat als Let's Player. Das ist unglaublich. Im Grunde, ich habe keinen Druck. Keiner schreit, hey, mach mal was, nimm mal endlich auf oder so. Macht keiner. Ist ja auch richtig so. Aber man liefert sich dem Druck doch selber so ein bisschen aus. Schön mit der Beleuchtung, dass das alles so aus einem Guss erscheint. Das ist eine tolle Sache. Fliegen wir noch mal rein. Kriegen wir jetzt hier einen Schlag oder so? Nee. Das hier auch diese Umzugsstation? Das hier? Oder was sind das für Bauteile? Kryogenkammer. Das ist da. Ach so, nee, das ist so ein kleines Schränkchen. Ah, ich verstehe, die Dinger sind das. Alles klar. Irgendwie anders verbraucht. Verbraucht und verbaut. Auch cool. Kann man halt machen. Ja. Hier oben noch ein paar Antennen. Und falls das Schiff mal auf dem Kopf steht. So hier. Sieht's auch toll aus. Ja.
könnte man auch so akzeptieren von der Sache her. Finde ich. Gut, lassen wir das auch mal. Plopp. Und brechen uns ein Bein. Sehr gut. So, dann sind wir automatisch eine Etage höher. Und hier ist weniger Licht, kann das sein? Naja, das würde natürlich die Lichteffekte von hier dem Warpkern so ein bisschen versauen, wenn es hier beleuchtet wäre. Schon okay. Nachvollziehbar. So, ist das der große Aufzug, mit dem wir gekommen sind? Nee, oder? Nee, ist ein anderer. Der andere ist anscheinend gegenüber. Nehme ich jetzt mal an. So, hier noch ein paar Generatoren. Aber Generatoren haben wir doch hier drin schon gesehen. Hier, die kleinen. Würden die nicht ausreichen? Wobei, na, so ein dicke CV hat ja auch einen ganz anderen Stromverbrauch als eine Basis. Von der Sache her. Hier so ein paar bunte Blöcke in der Wand. Vielleicht Markierungen. Und hier, die Ecken, die hättest du aber auch wegnehmen können. Das kann man auch schöner machen. Das weißt du ja. Ne? Also ich nehme schwer an, dass du das weißt. Ich nehme mal so einen Block. Versuch dir das mal zu zeigen, was ich jetzt meine. Und zwar mit ihm hier. Den drehen wir. Das müsste eigentlich reichen. Nee, müsste nicht reichen. Moment, was mache ich denn jetzt? So. Ein paar Tage nicht gespielt, gleich raus. Zack, zack, zack. Und schon hättest du hier eine Fläche. Die könntest du dann hier fortsetzen und da in die Mitte kommen dann die Onkels drin. Dann praktisch auch hier so von der Sache daneben. Und so könntest du die ganze Ecke auch mehr oder weniger schräg machen. Ab hier, oder? Müsste jetzt sein. Zack, zack, zack. Ja, dann hast du praktisch hier eine komplett schräge Wand. Was vielleicht ein bisschen cooler aussieht als hier so eine Blockecke. Ja, natürlich aufpassen, dass ich hier nicht ein Loch in der Wand schieße. Das Fenster bestimmt sehr, 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 sehr unlässig. Na, da jetzt los. Bzzzt. So, reparieren. Wo war das jetzt? Sehr schön. Alles wieder so, wie es war. Nur so als Idee, als Vorschlag. Wenn du das so auch klasse findest, dann ist es auch so klasse. Wie gesagt, verstehe mich da nicht falsch. Jeder baut hier, was er möchte, wie er es möchte. Da oben sind schon wieder Dellen. Anscheinend. Egal. Nicht so schlimm. Ist der Papa einmal ein bisschen doller aufgetreten, ist da eine Delle im Block. Selbstverständlich. So, hier haben wir noch mehr Generatoren. Noch mehr Tanks. Ist eigentlich irgendwas hinter den Tanks? Irgendwas Schönes? Ja, weitere Tanks. Okay, kann man machen. Gar kein Problem. So, selbst auf die Gefahr hin, dass sich das hier nochmal wiederholt. Scheint so zu sein. Ja. Ah, hier ein bisschen weiter zugebaut. Vermutlich sind aber trotzdem Tanks hinter. Wie ich ihn kenne. Irgendwie, anscheinend, da unten ist eine Lücke. Irgendwas ist da. Nicht so schlimm. Das Ding fliegt trotzdem. Ich meine ja nur, so ist das jetzt. Hier kommen wir weiter. Wo geht's hier hin? Ich habe natürlich nicht auswendig gelernt, was hier wann wo kommt an dem Aufzug. Da hinten eine Bar. Sehr schön. Oh, hier. Schöne Pflanzenansammlung. Gib mal Ruhe, Tür. Was ist denn sonst noch in der Ecke? Na, Ecke. Hoch wieder. Hier könntest du auch schräge und so. Aber du stehst doch eckig, dann ist das auch toll. Ja, schöne Ansammlung. Schöner kleiner botanischer Garten. Hier fällt mir gut. So. Sehr schön. So, lieber. Gleich. Setzlinge, Kochutensilien, Zwischenlager, okay. Die Bar, so, wo kriege ich jetzt mein Bier hier? Die grüne Oase, okay, ich kriege bloß ein grünes Bier. Nee, so ein Alkohol wahrscheinlich. Bleib so wild. Ja, schön. Können wir ein bisschen abhängen, ein bisschen Fernsehen gucken, was ist hier hinter? Ist da was hinter? Man weiß es nicht. Scheint hier unten abgezäunter Bereich. Ah, hier ist eine Düse hinter. Okay. Doch hier ist irgendwie Lücke. Wüt. Abgehangene Decke. Oh, ja. Ominöser oranger Stein da hinten.
Herzlich willkommen in der Bar zur grünen Oase. Okay. Ja, und schöner Garten. Die Decke ist unlackiert. Wobei, unlackiert kann man ja auch mögen, ne, von der Sache her. Okay, die Ecke wirkt ein bisschen unfertig. Da drüben überall so viel, hier gar nichts. Ritchie, was ist da los? Hier scheint Licht raus, weil da Licht ist. Darüber eine Düse anscheinend. Ja, das sind bloß kleine Beleuchtungselemente. Indirekte Beleuchtung, auch ein schöner Effekt. Sehen wir auch immer wieder gerne. So, der Garten, auch mehr oder weniger alles, was man so braucht. Auch im Überfluss, klar. Falls mal eine Armee zu Besuch kommt, möchte man ja auch ernähren können. Ja, auch wieder eine Ecke mit Düse, nehme ich an. Jawohl, auf zur nächsten Etage. Hier hin. Oh, das sieht hier so nach Wohnbereichen aus, mehr oder weniger. Auch komische Blockkonstruktion da oben. Könnte man auch so als Kunst durchgehen lassen. Und hinten wird dann Schach gespielt, wenn man nicht geflogen wird. Ja, auch hier Würfeltechnik. So ein bisschen Minecraftig. Hier eine dünne Decke, möchte ich mal sagen. Da konnte man dann da beispielsweise keine Schräge mehr einsetzen. Hier wohnt wahrscheinlich die Crew. Mastzelle, jawohl. Gucken wir mal weiter. Ein ähnlicher Raum, sage ich jetzt mal. Andere Deckenkonstruktion auf den ersten Blick. Obwohl, ne, ist auch wieder halber, beziehungsweise ein kleiner Stein hier, dünne Platte. So viel Platz und dann doch noch mehr Platz rausholen mit dünnen Platten. Delle. Raumtrenner, interessante Farbgebung. Das ist so mehr der Comic-Look, habe ich so ein bisschen das Gefühl. So von der Farbe her. Na, why not? Liebe Comics. Naja, ich mag Comics gerne. Liebe würde wahrscheinlich zu weit führen. So. Und auch hier, auch wieder eine andere farbliche Komposition. Diesmal nehme ich an mit Rottönen. Ich bin farbenblind, wenn das jetzt hier wieder irgendein Drecksbraun oder Dunkelgrün ist. Bitte hängt mich nicht gleich. Bin da leider beeinträchtigt. Schöner Vorgang. Halt mal fest, aber die Räume sind ja alle bloß hier 2 hoch. Was ist denn da hinter der Scheibe? Warum ist denn da nicht mehr Raum? Ah, verstehe. Da kommen wir jetzt zu anscheinend. Vor Cookie. Okay, die Treppen hoch. Hier noch weiter Crew-Quartiere, auch interessante Tapete, Türen, die mich irre machen. Also diese Türen, das, ich habe schon mal gesagt, dass man da nicht einen anderen Ton definieren kann oder irgendwie so was. Irgendein Pfff, irgendein hydraulisches oder irgendwie so was, der nicht so nervt. Das wäre doch toll, oder? Von hier so bei kommen. Ja, mal hoch hier. Das sah so ein bisschen spielplatzmäßig aus. Oder ist eher so Abhängbereich. Okay. Das ist hier auch so viel Freiräume und hier dann alle zwei gedrängt nebeneinander. Okay. Kann man machen. Warum? Warum nicht? Hier fliegen ein paar Bälle in der Luft. Sehr schön. Ja. Schöner Abhängbereich. Das ist auf der anderen Seite ähnlich, nehme ich an. Ah, erwischt. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Na, ist noch nicht fertig gebaut. Da konnte Ikea die Regale nicht rechtzeitig liefern oder so. Oh, Schleichwerbung, ganz übel. Ja, hier ähnlich wie gegenüber. Okay. Sieht ja auch wieder relativ identisch aus, ja nicht. Hier waren wir, hier ist der Comic-Raum, ne, dann waren wir in der Richtung unterwegs oder in diese Richtung. Ebene 2, Aufenthaltsräume, Wohnquartiere. Das ist jetzt wahrscheinlich hier grün, dellig grün.
Hast hier überall so ein paar Dellen drin gehauen, damit ich ein bisschen was zu berichterstatten habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Sind ja schon strategisch gut gesetzt irgendwie. Immer mal wieder eine kleine Delle irgendwo. Ja, ich mach mir den Spaß. Nimm mir das nicht übel. Alle Dude. Jo. Aber schon interessant, weil wir mit den wenigen Farben und Texturen, die wir haben, doch alles für Kombinationen so rausholen können. Das ist so der Tronraum. Kann man machen, na klar. Hm, verwinkelt. Ja, kann man auch von oben drin gucken. Warum nicht? Moment. Hier ging ja gar kein Licht an beim Reingehen. Was ist denn hier los? Wieder was gefunden. Wieder ein Kind Hanasuppe. Okay. Ups. Hier muss ich mich hochjetten. Ich würde das als Mangel empfinden. Aber kein gravierender. Delle. Jetzt sind wir wieder hier auf dieser Zwischenebene, okay. Gut, oben wird die Kugel ein bisschen enger, deswegen versetzt sich der Aufzug anscheinend so ein bisschen. Ich bin auch kein großer Fan von. So, das hier scheint hier ein Brückenbereich zu sein. Doppelt verglast. Okay, wird aber trotzdem nicht helfen, wenn hier erstmal die Raketen einschlagen. Die Scheiben gehen zuerst in der Regel. Hier oben sitzt der Chef. Alle dreht sich, alle bewegt sich. Okay, hier vorne noch eine kleine Technikabteilung. Hier können auch andere Leute sitzen. Ja, schön. Und dann fehlt hier an dieser, ich glaube, Kampfkugel, hieß sie. Eigentlich, wo ist er? Hier das Sonnendeck, oder? So ganz oben, ja. Ausguck. Schön, ja, schön großes Objekt. Wobei, so groß ist sie ja gar nicht, wenn wir da an andere Objekte denken, wie diese Venator-Klasse und wartet nicht auch noch relativ zu hier bei der Decke. Ja, aber auf jeden Fall groß genug. Wenn ich mir dazu meine Wanne angucke, sehen wir die von hier aus überhaupt? Oh, das Ding eh noch von außen zu hängen. Oh, schöne Lichtspiele hier. Ist das ihr wollt oder war das jetzt ein Ausversehen? Eine Lampe, aber das war eben nicht der Effekt. Das hat sich wahrscheinlich so irgendwie ergeben. Ja, schönes Ding. Nice, Richie. Wie gesagt, wenn du da Informationen hast in Sachen Workshop, dann lass uns das mal wissen. Den einen oder anderen wird es vielleicht interessieren. Der möchte die Kugel vielleicht auch haben. Mach uns da doch mal schlau. Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende dieser Episode. Und in der nächsten Episode werden wir uns wieder nach Aeris runterbegeben, weil dort befinden sich auch noch weitere Objekte. Ich werde einen Tee trinken, um meine Stimme wieder einigermaßen hinzukriegen. Bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen, Ideen oder Kritik habt, benutzt den Kommentarbereich oder kommt in meinem Forum vorbei, www.daloriot.de. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch